Hey Friends, die, die mir folgen, wissen ja bereits, dass diese Wohnung gerade gebaut wird und dass ich die mit ein paar meiner Bilder ausstatten darf. Und ich habe ja versprochen, dass ich diesen Prozess so ein bisschen mitdokumentieren werde, weil es wahrscheinlich wieder ein etwas längeres Projekt wird. Auf jeden Fall habe ich dann wie immer so ein paar Skizzen vorher gemacht und ein paar Ideen dem Kunden vorgeschlagen. Und wir haben uns dann auch schon auf das erste Motiv geeinigt, was wahrscheinlich in das Schlafzimmer oben kommen wird. Ich habe etwas länger überlegt, aber der Kunde war ziemlich offen und hat mir auch meine Freiheit gelassen, meinen Stil und meine Ideen umzusetzen. Und ich finde, das ist das Schönste an diesem Projekt, weil ich einfach an keine Vorgaben gebunden bin und somit auch noch mehr mein eigenes Ziel finden kann. Ich habe dann natürlich wieder erst mit meinen üblichen Schritten angefangen, mit dem Grundieren und auch mit dem Skizzieren. Und lasst mich gerne wissen, was ihr denkt, was es wird.